Hallo und herzlich willkommen zurück zum 11. Part von Let's Play Gothic 3. Wie von mir immer, von mir DJ Battleback. Weiß man jetzt langsam. Nur echt umgehauen, die dämliche Sau! Scheiße, mehr kann ich so rum, du Spasti! Ja. 1000 Gold kriegen wir von ihm, weil er hat ja mein Preisgeld ja auch noch an sich genommen. Ich will keinen Ärger haben. Kein Ärger, du bist doch mein. Einen neuen Arena. Haha, fühlt sich schön. Natürlich, wer soll ihn sonst noch hauen? Ugo. Mach kurz Schnitt und dann gehe ich nach AD. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt hier bei Okara, also in Okara. Weil ich wollte ja ein bestimmtes Schwert machen und dazu brauche ich Eisenerz. Das mache ich mir gleich zweimal für Hand-Doppelhandwaffen. Und da ich ja schürfen gelernt habe, kriege ich jetzt genau 10 Erz. Eisenerz. Und die brauche ich auch für ein Schwert. Und soll ich zweimal kriege ich noch 2 Schwerter aus. Die beiden brauche ich auch. Wie ich hergekommen bin. Ja, kurz gelaufen. Ich hätte sonst einen Typ mitnehmen, könnte ich aber einen für die Rebellen bekommen, weil ich jetzt keinen Bock drauf. Mit dem Vogel unten will ich jetzt auch erstmal nicht reden. Ich will erstmal mir die Waffen machen. Weil ich hoffe noch, dieser Stein da oben ist nicht belegt. Oh, genau wenn ich hoch will, ist der Stein besetzt. Boah, so ein Spasti, ey. Boah, bald ist Okara auch im Arsch, Alter. Ich. Roland! Kannst du das sagen? Ich. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Was ist mit deinen Männern passiert? Montira hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage. Zeig mir deine Ware. Ich will nämlich den Helm haben. Ja, nicht viele. Ups, den kann ich auch nicht, kann auch nicht fast nicht verkaufen. Ha, geht doch. Wo sind... Ich... Das ist alles unwichtig, Alter. Würdest... Nur... Das ist das einzige Wichtige, was ich machen musste, Alter. Dazu bist du noch nicht bereit. Gut, da ist ich stärker. Gut. Dazu bist du noch... 20 Lernpunkte, Alter. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König, um den Orks nicht in die Hände zu fallen. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Langweilig. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Wenn du hier aufgepatcht hast, Gotha ist übelst unwichtig. Das ist eine Nebengrundinformation, die jede Sau kennt. Zeig mir deine... Verdrückt. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht, bis die Ork-Schamanen diesen... dieser Ausgeburt der Hölle fegte durch die Straßen von jeden auf... Ich kümmere. Sei nicht töricht. Der Natürlich, Dämon ist Marias. Immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Nein. So, das war schon. So. Bin ich auch froh darüber, Alter. Ich hab gar kein Problem, wie das ist. Warum ich jetzt gerade noch Stärke gelernt habe. Ja, wo ist mein... Wo ist mein Schild? Na endlich. Jetzt werde ich schön schmieden. Bastardeschwert. Zweimal. Okay, und nochmal kurz schleifen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wenn die gepatchers muss nicht alle Klingbörsen einzeln schleifen, das finde ich natürlich super. Moment mal. Wieso? Ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Moment mal, dem gehe ich jetzt mal auf die Spur. Aber ich kann mit ihm handeln. Gut, verstehe ich nicht. Sonst, wenn du selbst schmiedest, bekommst, macht das Ding 90 Stärke dazu. Wenn du es selber schmiedest. Und jetzt bleibt das so. Und wenn ich es klinge, hat es 100. Hallo, das hat er auch mal mehr. Ganz ehrlich, ich hasse die gepatchte Version. Ich hasse sie jetzt schon. Hab schon keinen Bock mehr. Ach toll, ey. Hat es kaum gelohnt, sich das Ding zu schmieden. Dann hat Wenzel Schwert ja auch auf einmal wenig gehabt, ey. Hat ja auch nur 80. Warte mal, den Amboss, ich will mal etwas testen. Ja, der ist auch gerade frei. Das ist natürlich wunderschön. Ich will was testen. Was da jetzt nämlich dran steht. 180 plus 10 selbst geschmiedet. Oh, dann hat's 90. Ja, siehste. Moment mal. Das ist doch normal. Ah ja, okay, ist doch. Das ist für mich auch ja gut, sonst hat er sogar 90 gemacht. Damage. Scheiße. Kann ich nicht vielleicht so ein Schmied Schwert Segen? Nein. Fernheilung. Kein Segen, Alter. Manno! Egal. Du solltest meinen Rat annehmen. Habe ich jetzt schon genug oder was? Wie viel Ruf habe ich denn? Das ist ja mal wieder typisch. Ich habe doch nicht mal 75 Ruf. Ich habe 77. Wenn er so weitermacht, tschüss. Cool, ich bin fertig. Jetzt will ich mal kurz den Untergrund regeln. Sandford. Keine Kämpfe hier, verstanden? Gold, das ist toll. Wieso klaust du mir das? Das ist mein Gold. Du Sackgesicht. So. Ich mache aber noch mal eben kurz eine Quest. Ich werde dann mal im nächsten Part werden wieder mit dem einen Vogel da reden. Wer bist du? Uninteressant, da will nur Sklaven haben. Mehr nicht. Da krieg ich Gold. So. Das hätte er doch besser wissen. Mein Sklave. Du arbeitest. Komm mit. Lüm. Ah, kommst du mal her? Ja. So, 1000 Gold. Zu den anderen Sklaven eben noch. Ah, muss ich nur drauf ansprechen. Boah, scheiß Sklavenbeschaffer, Alter. Wie sehe ich denn aus? Tom Peck. Boah, ich hasse diese Sklavenmission. Das ist für'n Arsch. Dieses ganze Rumgestrampel hier drinne. Wir passen auf. Auch. Muss ich Tom Peck mal eben kurz umhauen. Ich hack dich in Stücke! Mehr. So ein Bob, Alter. Du hast doch bestimmt Gold dabei. Das hab ich jetzt aber. Ich denk darüber nach. One gehittet die Sau. So. Ich speichere lieber mal, weil ich kenne mich, wenn ich einzige Erfolge habe, dann... Bob. So. Nun, dann können wir da jetzt rein, würde ich sagen, ne? Du.
Hala, da bin ich schon. Der hat eine Quest für mich. Ich muss diesen komischen Fedor wiederholen. Die kann ich nur eben machen. Das ist unnötig. Aber das ist einfach, meine ich damit. Da oben ist die faule Sau. Hast du? Hier. Niemand besiegt mich. Oh, ich dachte, er fällt runter, Alter. Ich wollte schon schreien, nein, fall nicht, Forrest. So. Ich muss mir eine neue Rüstung kaufen. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal offline nach Morazul laufen und mir die Gladiator-Rüstung holen. Die kriegt man nämlich da, wenn man Marina-Kampf macht. Und ich freue mich sowieso langsam. Bist du, und warum nicht eine Gladiator-Rüstung, ne? Er fällt ja keinem auf. So, geschafft. F5. Ja, also das werde ich euch aber nur nicht den Weg zeigen, sondern sondern einfach nur hinlaufen. Schwein gehabt. Ich bin auch so nicht nur so vor, um die ganze Treppe runterzulaufen. 200 Gold für so einen Scheiß, muss mich im Kampf unterrichten. Brauche ich nicht, gut. Ende. So. Ganz ehrlich, na gut, das runterspringen, das kriege ich jetzt so ohne euch hin. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play. Ich verabschiede mich. Tschüss, ciao.